Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Wir machen heute wieder ein bisschen Sport. Und zwar, du bist selber den Kniebeuge, Bankdrücken, Schnellkraft und steifbeiniges Kreuzheben. Fein, fein. All die schönen Sachen. Doch, geht doch. Nice. Muss man lauter machen. Geht ja doch noch. Ja, letztes Abo muss ich nochmal einrichten. So. Kniebeuge. Es geht los mit 102,5. Aber ich muss mich nochmal da umziehen. Für alle, die den Wochenrückblick bis jetzt vermisst haben, er wird kommen. Ich habe leider am Wochenende keine Zeit gehabt, das Video zu schneiden. Aber auch sowas kommt vor. Dafür hatte ich einen schönen Tag mit der Familie, bei gutem Wetter. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende auch gut verbracht. So, noch die Schüchen. So, Fenster auf. Schnell die Stange wechseln. Denn die stabile brauchen wir fürs Beugen. So. Aber schnell Pumps machen. Hier so leichte Kopfschmerzen. Es ist auch pervers warm geworden, oder? Wahnsinn. Ich bin irgendwie auf der Arbeit losgefahren, 29 Grad. Da,
25, das geht auch für brachial nach oben. Jetzt kommt doch noch der Sommer. Was hätte ich gesagt? 102,5. Ich räume meinen Trainingsraum auf. Warum eigentlich nicht? So. Herzlich willkommen, alle, die jetzt zugeschaltet haben. Kamera, das war's. Ich wollte was filmen. Einen Gürtel. Schöne Figur. So. Auch so ein Fall für Alterserscheinung, dass ich und das Quarten jetzt Handgelenksbandage benutze. Wo ich jung war, ging das auch ohne. Schön, dass meine Schultern wieder so weit beweglich werden. Dass ich so gut in die Beuge reinkomme. Wecker. Nee.
So. Moderatorin ist auch da. Hallo. Wie viele Leute überhaupt bei dem Wetter einschalten. Haben die Schwimmbäder schon wieder auf? Das heißt, wenn wir wieder auftauchen, wenn wir wieder hingehen. Das ist die viel wichtigere Frage. Na egal, ich muss mich auf jeden Fall auch mal wieder mit den Widgets hier, mit den Last in Age und so. Doch, tut es. Ich hab's gefunden.
übernehmen bei so einem Streaming-Spiel. Nächster Satz. Ist also durch. Jetzt will ich wieder was hier holen. Schon passiert, dass ich den Arm hier durchgemacht habe. Nicht so schön, wenn unten sich ein Arm einklemmt. Junge, Junge, das ist ein Tag heute, ey. Ich habe echt beschissen geschlafen heute Nacht. Sehr unruhig. Nicht wieder. Mal testen.
ist er denn arm? Das geht noch? Ja, da steht's. Da steht's nicht. Du kommst, sie haben alles verstellt. Okay. Klappt ja wieder super. Naja, ich krieg das schon wieder hin. So, Training. 230. Oh Gott, ey. Oh Gott, jetzt schwer, so ganz leicht. Ich glaube, mein Blutdruck verträgt das Wetter nicht. Widerlich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn das Wetter sich so krass verändert. Aber bei mir ist es gerade, also heute ist, boah, gestern schon so ein bisschen, aber heute. Wir hatten ja noch diese schlechte Nacht. Mann, ey. Na, machen wir das Beste draus, wa? Hilft ja nichts. So. Soll ich im Hot Tub trainieren? Ziel wie eine 11. Autsch. Also jetzt 260. Escalated quickly.
Herzlich willkommen alle, die jetzt zugeschaltet haben. Ich bin schon fleißig dabei, wie man sieht. Und schnaufe so vor mich hin. Ist das jetzt eigentlich dann auch ASMR? Ja. Gibt bestimmt eine draufstehen. Da taucht nicht hin. Daneben nicht. Oh, es ist warm. Ich schwitze. Schön, schön, schön. Oh, 260. Das sind schon ganz ordentliche Gewichte. Kann man sich schon mal sehen lassen. Ich kann mich daran erinnern, dass das mal so das Höchste war, was ich beugen konnte. Kommt übrigens das neue Viking Way in den Shop. Bei Instagram habe ich auch ein schönes Video dazu gemacht. Bei IGTV. Also wenn ihr mal Bock habt, geht doch mal am Instagram-Channel und schaut mal rein. Das Zeug ist mega gut. Ich habe jetzt Cinnamon Roll und Cappuccino zu Hause. Mega gut. Saulecker, löst sich super. Und ich hatte auch mit Way so ein bisschen Verträglichkeitsprobleme. Damit überhaupt nicht. Sehr, sehr schön. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, auch für die, die vielleicht nicht unbedingt alles vertragen. Ich meine, bei Laktose, sage ich mal, kann ich jetzt mich jetzt nicht zu äußern. Aber ich habe mit anderen Whey-Sorten und so Probleme gehabt. Bin jetzt die ganze Zeit auf Casein gewesen, aber das Whey vertrage ich jetzt auf jeden Fall wieder. Das ist sehr, sehr schön. Und der schmeckt auch noch gut. Das ist das Wichtigste. Also bei allem anderen kann man ja sagen, da ist die Wirkung wichtiger als der Geschmack, aber bei dem Shake ist mir der Geschmack dann doch schon relativ wichtig. Ich
ist ja auch wie so eine kleine Belohnung dann nach dem Training. Zum Beispiel. Da kann es schon mal lecker sein. So. 2 Minuten noch. Gucken, ob das heute besser klappt. Schnellkraftbank. Gespannt sein. Setzen wir uns hier 3x5 und 2x3. Also alles, was mehr ist an Wiederholungen, ist gut. Es gibt einen strammen Ärmel. Papiere. So. Vierter Satz. 260. Schön. Jetzt pumpen geht das richtig los, wenn der Satz vorbei ist. Thank you.
85. Und 87. Hey. Ist auch mal lustig, im Chat sind immer mehr Leute. Ja, zumindest werden sie angezeigt. Da keiner schreibt, kann ich es nicht beurteilen. Aber immer weniger Viewer. Was ist denn los mit euch? Alle die Pfoten eingeschlagen. Mir nicht mal ein freundliches Hallo. Was? Steifbeiniges Kreuzheben mit 212? Puh. Alter Schwede. Das ist mal ein Pfund. So wie es aussieht, gibt es Mittwoch auch einen kleinen abendlichen Stream, so gegen 7:30 in dem Bereich. Und da werde ich mir wieder einen alten Livestream angucken, den so ein bisschen nachkommentieren und ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Also wer Bock drauf hat, achtet mal drauf, ich werde es nochmal rechtzeitig ankündigen am Mittwoch im Laufe des Tages. Natürlich alles immer ohne Gewehr, denn ich weiß, man kann ja noch was dazwischen kommen, ne? Aber wir werden das mal jetzt versuchen regelmäßig zu machen. Da gibt es ja noch so ein paar richtig schöne alte Schinken. Und mal so ein paar richtig alte Videos. Gibt es ja auch noch so ein paar, die man immer mal wieder findet. Die Zeit umgeht. Schlimm. Oh, die mit ihren Gartengeräten, die mir auf den Nüsse. Die erinnern mich immer daran, dass ich was im Garten machen muss. Es gibt tatsächlich dieses Jahr noch Wettkämpfe, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt. GFSA auf jeden Fall will noch was machen. Ich glaube, im August soll die deutsche Meisterschaft stattfinden. Lustigerweise am 14. August die Quali und am 15. August die deutsche Meisterschaft, was sehr interessant ist. Und Mitte September die deutsche Meisterschaft der Aktiven. Nein, der Masters, so. Ja, gibt es vielleicht doch noch zwei Highlights dieses Jahr. Schauen wir mal. Aber genau genommen drei, wenn man guckt, dass die Quali und die DM ja zwei Wettkämpfe sind an einem Wochenende. Das ist echt eine harte Nummer, glaube ich. Aber der Ort ist mit Gera ganz gut. Ist nicht so weit ab von mir. Also nicht ganz so weit. Besser als Bayern. Ja, so. Doch, ist die Zeit schwierig. So.
mir kurz angucken. Junge, Junge. Oh, das Blut. Aber gut. Gucken wir mal, ob man die Musik auch hört. Ja, hört man. Oh, so schwer wie die vierte schon war, ne? Krass, dass die fünfte dann noch so gut ging. Echt gut. So. Ha! Shit geht ja doch. Moin! Leben! Der Chat lebt! Wie man gerade gesehen hat. Aber halten wir uns mal drauf vor. Kilo in Liefer jetzt. Ganz gut. Ich würde sagen, wir leben am Limit. Der Unterhose. Umbau für steifbeinige Kreuzheben. Dreimal die Woche. Momentan hat es nicht ganz so oft hingehauen, deswegen nur häufig zweimal dann die Grundkraftsachen. Montags und Freitags, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, allerdings in Variation. Montags schwere Beuge, Schnellkraftbankdrücken, steifbeiniges Ziehen, freitags schweres Heben, schweres Drücken und Frontkniebeuge. Das ist so das für die Grundkraft. Und mittwochs ist normalerweise das Strongman-Tag und mit Überkopfsachen unter anderem und ein bisschen Cardio-Sachen wie Yoke Walk und so weiter. Aber da muss ich erstmal wieder jetzt die Regelmäßigkeit reinkriegen. Waren jetzt so viele Sachen, Termine. Und jetzt geht die Schule wieder richtig los. Da ist es ein bisschen lockerer, hoffe ich, bei dir alles. Dass auch das Homeschooling nicht mehr so einen großen Teil des Tages ausmacht.
zwar das Glück, dass meine Frau das die meiste Zeit übernommen hat, aber trotzdem hat das dann halt seinen Einfluss auf alles gehabt. Dann doch mal hier und da eine Einheit weggelassen. Einfach um mal was anderes zu machen, sich mal mit dem Kind zu beschäftigen, damit die Frau mal ein bisschen Ruhe hat. Verdienterweise. Man muss schon sagen, das Homeschooling oder das Kinderbeschulen, das ist schon recht anstrengend. Wenn man es dann zum Beispiel meine Frau noch nebenberuflich machen muss, weil sie einen Job noch machen muss, ist das nicht einfach. Das ist schon echt schwer. Kurz einen Schluck trinken, die guten EAs, nur echt von God's Rage, guten Berserker, oh lecker, so,
falsch, warum ich ungern Scheibenstecker gemacht habe. Aufstecken wieder und dann machen wir schnell das Band drücken. Fertig. So, hallo, 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 für alle, die neu dazugekommen sind. Die Stimme aus dem Hintergrund stellt nur kurz die Kamera auf. Aber am Schnaufen erkennt ihr, ich bin noch da. Das Versteckenspiel mit dem Brocken ist ziemlich einfach. Da braucht einen schönen Bikini. Zum Abgewöhnen. Vorbereitet. Darauf einen Schluck. Denn Trinken ist wichtig. Sehr wichtig. Was habe ich wieder vergessen? Ah, die Uhr umstellen. Nein, das ist die falsche. Das ist die richtige. Das wird jetzt gleich eine richtig anstrengende Nummer. Hei, hei, hei.
schnell ist anders. Heute fehlt mir so ein bisschen der Speed. Für links ist mehr Zug drauf als rechts. Schon wieder satt, ey. Gibt's doch nicht. Oben fertig ist fertig. So. Thank you.
Ich sollte ja so 5 auf 4 machen. Statt 5 auf 5. Ja, nächstes Mal. So gut heute. So. Ich muss mal kurz durchschnaufen. Ja, ich glaube, das nächste Mal probieren wir mal 5x4. 6x4. Mal gucken. Oh, ist heute ein Jockelchen durch. Spät geschlafen, schlecht geschlafen. Ja, passiert. Dafür ist ganz gut heute. Immer hat die Kniebeuge geklappt. Das ist schon mal viel wert. Jetzt wird der Krempel da. 3 Sätzchen. Und dann ist fertig für heute. Puh. So, ja, Mama, hilft ja nichts.
Puh. Noch zwei. Kiek. Sehr, sehr schick. Gucken. Okay, es war einfach mit den zittrigen Fingern Videos zu schneiden, ey. Ha, ich hab's geschafft. Tschakka. Da fällt mir gerade was ein. Hier habe ich ja, glaube ich, auch. Die Kamera auf Full HD hier steht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich mal 720p streame. Das wollen wir ja nicht. Ja. Boah, so, nächste Runde. Hey, 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 hey. Oh, boy.
Ist das fies, ey. Passt. Hi. Nee. Warte. Das Volumen geht runter, die Intensität geht rauf. Zum Beispiel, wenn du mit, sagen wir 70% Volumen machst. Mit 5ern beispielsweise machst du 5x5 mit 70% als Beispiel. Und in der Kraftphase arbeitest du ja so mit 80-90% in dem Bereich. Dann machst du ja nur noch 3x3 zum Beispiel. Dann merkt man schon, das Volumen geht deutlich runter. Dafür geht die Intensität natürlich stark rauf. Ja, weil du kannst nicht beides oben halten. Dann brennst du dermaßen schnell aus und das erhöht auch nur das Verletzungsrisiko. Ich würde es wie gesagt so machen, 5x5 oder 5x8 in der Volumenphase. Ne? So 5x8 bis 60%, ein bisschen hochsteigern, dann ab 70% 5x5. Und wenn du über die 80% rüber gehst von der Intensität, dann würde ich auf 3x3 gehen. Ne? Und die dann halt wirklich kontrolliert auf Ausführung. Und ab 90% noch maximal 2 Wiederholungen oder eine. Um halt wirklich zu pieken. Das ist auch wirklich dann nur für den Peak, die letzten Wochen vor dem Wettkampf, dass man dann mit den eigenen arbeitet. Vor einem Max-Test, nehmen wir es mal so. Ich bin gerade ein bisschen. Klingt auch schon wieder weg. Aber über solche Themen können wir natürlich gerne auch zum Beispiel am Mittwoch sprechen. Ich bin gleich fertig. Ist nur noch ein Satz. Schlimmste habe ich schon hinter mir. Die ersten 40 Jahre meines Lebens, nein. Nee, Kniebeuge ist durch. Lief. Ja, okay. Mittwochs wollte ich mal abends einen Stream machen, so ab 7:30, 8 in der Richtung. Ich werde das Mittwoch im Laufe des Tages bei Instagram noch ankündigen und quasi eine Review machen von älteren Wettkampf-Livestreams und solche Sachen. Auch da, wo ich ja selber teilgenommen habe. Einmal, um mal ein bisschen was dazu zu erzählen, so quasi so nachkommentieren. Und zum anderen einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Frage- und Antwortspielchen. Was sich dann halt so ergibt. Ja, ich habe auf jeden Fall noch die WM 2015 habe ich noch als Stream gefunden. Insanity Meet 2019. Den ganzen Stream. Ja, und was man halt sonst noch so findet, gibt ja auch kürzere Clips und richtig Oldschool-Geschichten. Gucken, was man so aus dem Format machen kann, solange es die Zeit hergibt.
Ich hatte also überlegt, das am Wochenende zu machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, Wochenende ist Wochenende. Da ist Zeit für Familie und zum Runterkommen. Dann mache ich das lieber in der Woche ein bisschen. Ich glaube, da habt ihr aber auch Verständnis für. So, letzter Satz. Nein. Ach, auch verlinken will gelernt sein, ne? Die verdammten dicken Finger, da sind sie wieder. Ach, guck, der Nightbot. So, werte Freunde, das war's heute von mir. Habe fertig. Werde mich jetzt noch umziehen und dann gucken, was wir mit dem Wetter und so noch anfangen können mit dem Rest des Tages. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Sport. Achtet auf Instagram. Ich werde Dinge ankündigen, wenn was geschieht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.